Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir einen Zwetschgenstreusel-Quarkkuchen. Und das so einfach wie möglich natürlich. Ich mache als erstes den Teig von Hand. Das ist nur eine kleine Menge. Ich brauche 190 Gramm Mehl. Ich verwende heute dunkles Mehl, Rauchmehl, Weizenmehl Typ 1050. Kannst natürlich auch Weißmehl verwenden. Eine Prise Salz, 100 Gramm kalte Butter. 60 Gramm Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker. Hier eine kleine Mulde machen, ein Eigelb. Etwas Zitronenabrieb dazu. Und dann fangen wir auch schon an, das Ganze durchzukneten. So in der Hand verdrücken. Gut ist, kalte Butter zu verwenden, dann kann ich mir das Durchkühlen dann sparen. Auf das habe ich meistens keine Lust, ehrlich gesagt. Ist natürlich eigentlich besser, wird aber auch ein bisschen überbewertet bei so einem Kuchen hier. Da will ich einfach so schnell wie möglich, dass der in den Ofen kommt und nicht noch unnötig irgendwie Zeit brauchen. Klar, wenn du den vorbereitest, ist das auch kein Problem. Aber wenn du nichts vorbereitet hast, dann ist es eigentlich eine gute Lösung, hier kalte Butter zu verwenden. Hier kannst du auch die Maschine verwenden, das geht natürlich auch. Ich mache es zwischendurch sehr gerne von Hand. Das ist ein fester Teig. Wenn du den nicht zusammenbringst und der immer wieder auseinanderfällt, dann musst du noch etwas Flüssigkeit dazugeben, entweder nochmal ein Eigelb oder einen Schluck Milch. Das geht auch. Das Problem ist eben bei so festen Teigen, wenn ich die dann kühle, dann fallen die noch mehr auseinander und es geht am besten, wenn die geschmeidig sind. Darum ist ein Grund mehr, wieso dass ich bei solchen Mürbteigen gerne aufs Kühlen verzichte. Einmal kurz die Hände waschen, dann geht es auch schon weiter. Jetzt legen wir uns gleich den Backring aus. Der hat einen Durchmesser von 24 cm, Höhe von 3 cm. Ich lege den Teig auf das Backpapier. Dann muss ich hier nicht mehr viel in die Hand nehmen, rumwenden. Denn eben, wie schon gesagt, der bricht sehr stark zum Essen. Einfach köstlich, super knusprig. Zum Verarbeiten eher ein bisschen mühsam. Dann hier so auf dem Backpapier auswählen. Etwa auf 3 mm Dicke. Zwischendurch wieder so ein bisschen zusammenschieben. Es sieht sicher etwas mühsamer aus, als es ist. Einfach die paar Punkte beachten. Ich würde hier auf keinen Fall einen normalen Mürbteig nehmen. Das ist schade für das ganze Gebäck hier. Wirklich diesen Teig hier machen. Ich verspreche dir, der Aufwand ist es wert. Dann nehme ich den Ring, drücke den durch. Und dann ist er eigentlich quasi auch schon ausgelegt. Mit dem Rest hier gehe ich schön rein. Und drücke mir das noch oben an den Rand. Einfach so reindrücken und damit den Rand auslegen. Mit einem Messerrücken das Überschüssige oben abstreifen.
Was machst du mit dem? Das ist so wenig. Das nehmen wir uns gleich und werfen es einfach in die Kuchenmitte und backen das Ganze mit. Nächster Schritt. Die Einlage. 300 Gramm Magerquark oder in meinem Fall ist es sogar Skyr. Verwende ich auch sehr, sehr gerne. Ist quasi der isländische Magerquark. Noch etwas mehr Proteine, auch immer schön in der Konsistenz. Und zum Leeressen schmeckt mir Skyr einfach viel, viel besser. Dann habe ich hier 30 Gramm Butter. Die ist jetzt im Gegenzug zum Teig schön weich, pomadig. 60 Gramm Hello Sweetie. 12 Gramm Maisstärke oder Weizenstärke und noch das Eiweiß, denn im Teig hier ist das Eigelb, können wir das Eiweiß auch gleich brauchen. Eine Prise Salz und auch noch etwas Zitronenabrieb. Alles durchmischen. Wunderbar, verteilt sich alles sehr schnell und super cremige Einlage, die wir hier haben. Das ist nicht ein normaler Guss, sondern halt so eine Quarkeinlage, die dann beim Backen schön fest wird. Cremig bleibt aber auch nach dem Backen, das ist sehr wichtig. Bevor ich die einfülle, nehme ich hier noch den Stupfer und mache ein paar Löcher rein, nicht dass der Boden dann Blasen wirft, aber auch nicht allzu viel, dass der Guss auslaufen kann. Voilà. Dann zuerst wieder aufs Backblech ziehen. Geht dann ein bisschen einfacher vom Handling. Und jetzt füllen wir uns die Einlage ein. Und hier ist es wichtig, dass du einen Teig rundherum hast, sonst läuft dir das Ganze aus. Teilen. Dann kommt der Belag. In meinem Fall Zwetschgen funktioniert mit allen anderen Früchten auch. Auch mit TK-Früchten, falls nicht gerade Saison ist. Stein entfernen und hier reinlegen. So, es belegt zwischen 650 und 750 Gramm Zwetschgen brauchst du hier. Nächster Schritt, Streusel, dann haben wir es auch schon. Bestehen aus Mehl, hier habe ich auch wieder dunkles Mehl. 175 Gramm, dann habe ich 100 Gramm Butter und 100 Gramm Hello Sweetie. Hier ist die Butter weich, nur im Teig hier, im ersten Teig ist sie schön fest. Du wirst sehen, von der Konsistenz her ist der noch fester als der erste Teig, wo wir uns den Boden ausgelegt haben. Muss natürlich auch, denn das Ganze hier muss nicht binden, sondern das sind ja unsere Streusel und die müssen so bleiben. Und das ist ganz, ganz easy. Einfach so oben drüber streuen. Und dann war es das auch schon. Und dann zum Schluss noch ein paar Mandelblättchen. Oben drüber streuen. Wunderbar. Und
Was ich gerne auch noch so als Zusatztipp mache, ist vor dem Backen so ganz leicht mit Zimt, passt natürlich wunderbar zu den Zwetschgen, so drüber träufeln. So, voilà. Rustikaler Kuchen, ab in den Ofen damit. Ofen ist vorgeheizt auf 180 Grad Heißluft. Reinschieben und backen. Der Kuchen ist gebacken. Wunderschön rustikaler Zwetschgenkuchen. Und der war jetzt bei mir 35 bis 40 Minuten im Ofen. Den lasse ich mir jetzt auskühlen. Kuchen ist ausgekühlt, habe ich mir bereits ausgeformt und auf einen Teller gelegt. Der Zimt sieht wunderbar aus, gibt nochmal einen rustikalen Charakter. Pudere ich noch etwas, nur ganz leicht, nicht übertreiben. Das reicht. Der sieht einmalig aus. War oben knusprig, durch die Streusel durch. Und dann innen ist er super saftig, merkst schon beim Anschneiden. Und guckt euch das mal an. Extrem schön Boden, unten knusprig. Klar ist das so saftig, das siehst du. Das bringst du fast nicht durch zum Essen, aber kein Problem, tipptopp. Die Quarkfüllung, schön backfest. Die saftigen Zwetschgen, oben dann die Streusel, wunderbar. Messer und Gabel wird überbewertet. Wo fange ich an? Knusprige Streusel, dann die erfrischende Quarkfüllung mit den Zwetschgen, die auch eine leichte Säure haben. Richtig schön, da kommt unten schon wieder der knusprige Boden. Echt lecker, simpler Kuchen, einfach gemacht. Was will man mehr? Mit jeder Frucht kannst du den herstellen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Rezept auf meinem Blog, Kommentar da lassen, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.